Patchen! Das erste Mal mit hier? Nein, mache ich schon mehrmals mit. Schon mehrmals? Ja. Und also, immer erfolgreich. Wirklich auch, haben wir da so recht Pech gehabt. Im Finale sind wir getaucht, haben wir eine Welle verwischt, also drei Stück von vorne. Das Boot gefüllt und dann sind wir getaucht. Ihr seid so fröhlich, habt ihr gewonnen? Nein, wir sind Vierter geworden. Der Spass darf nicht zu kurz kommen, die Leistung zählt auch. Der Trommler, der darf sich eigentlich alles leisten. Am Schluss sind immer die Ruder die Schuld, oder? Also die, wo. Das ist ein typischer Frauenberuf, Job. Frauen oder Mädchen oder Kinderberuf, manchmal machen es auch Buben. Aha. Nur weil man sich alles leisten kann. Ah ja, darum vor allem Frauen, genau. Matthias Müller, du bist der Präsident des Kanuclub Rapperswil-Jona. Wir sind hier am Drachenbootrennen. Was für andere Aktivitäten bietet euer Club sonst noch? Also unser Hauptstandbein ist eigentlich der Regattasport. Uns gibt es seit 1951 und wir sind eigentlich mit dem Regattasport gross geworden. Mittlerweile haben wir relativ grosse Aktivitäten auch im Kanupolo vor allem. Drachenboot ist bei uns mehr so ein breiter Sportbereich, der das abdeckt. Und wir haben sogar einen Kanu-Slalom-Athlet mittlerweile. Also wir werden immer ein bisschen breiter und grösser in letzter Zeit, ja. Wir haben vor 5 Jahren das schöne Wassersportzentrum hier können bauen, zusammen mit dem Ruderclub. Dabei hat uns die Stadt grosszügig unterstützt, vor allem Sport-Otto ebenfalls. Sonst hätten wir das natürlich nicht können machen als Kanu-Club. Und wir sind da drin sehr glücklich. Wir können wunderbar arbeiten in dem Gebäude. Unser Verein hat 260 Mitglieder. Das ist eigentlich relativ viel, für das alles ehrenamtlich geführt ist. Wir haben eine grosse Bootshalle mit ganz vielen verschiedenen Kajaks und ein paar Kanadier auch. Der Unterschied zwischen Kajak und Kanadier kennt man vielleicht nicht so. Das ist, beim Kajak paddelt man mit zwei Paddelflächen. Und beim Kanadier ist wie beim Drachenboot, tut man auf einer Seite vom Boot paddeln mit einem sogenannten Stechpaddel. Kurt Eggmann, du bist OK-Präsident von den Drachenbootrennen. Was für Voraussetzungen muss ich mitbringen, dass ich auch mitmachen darf? Ja, eigentlich nicht sehr viel. Es ist ein Anlass, der für Vereine, für Organisationen oder auch für Firmen offen ist. So eine Art Grümpelturnier auf dem Wasser. Und parallel dazu bieten wir aber auch eine Plattform für Profis, die das auch wettkampfmässig bieten. Die startet natürlich in einer anderen Kategorie.
Wir bieten im Vorfeld so ein bis zwei Trainingsübungen an, wo die Mannschaften können sich mit dem Boot, mit dem Paddel und ein bisschen mit der Technik vertrauen zu machen. Es ist aber nicht eine Hexerei. Darum machen sehr viele Mannschaften mit. Wir haben im 92 mit vielleicht 8 bis 10 Mannschaften angefangen und sind heute in der Regel schwankt ein bisschen zwischen 50 und 60 Mannschaften, die da jährlich an diesen beiden Tagen über die zwei Distanzen, die wir anbieten. Are you ready? Attention! Gehört, ihr habt wirklich sehr viele Aktivitäten. Wo kann ich mich anmelden, wenn ich mich für etwas interessiere? Dann kannst du auf unserer Homepage www.kcrj.ch schauen. Dort sind sämtliche Informationen drauf. Wenn du anfangen Kanu fahren willst, egal in welcher Disziplin, oder wenn du einmal einfach ein Drachenboot mieten willst, für deine Firma zum Beispiel, dort findest du alles auf der Homepage. Und für das Drachenbootrennen im Speziellen, da haben wir eine eigene Homepage innerhalb der Kanu-Club-Homepage. Das heisst, dort findet man alles Resultat der letztjährigen Rennen. Wie muss ich vorgehen, wenn ich mich anmelden will? Also es ist ziemlich einfach. Man kann sich auch online direkt melden für den Anlass, der jährlich stattfindet. Herzlichen Dank.